In diesem Video schauen wir uns CyberGhost VPN einmal genauer an. Das ist ja einer der anderen VPN-Anbieter auf dem Markt. Und wie immer geht es um verschiedene Kategorien. Wir fangen mit der Geschwindigkeit an. Und dort habe ich mal verschiedene Speedtests gemacht. Einmal mit dem CyberGhost VPN eingeschaltet und einmal ohne. Ich habe immer Server benutzt, die bei mir in der Nähe waren, um auch ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben. Denn wenn ich einen Server weiter wegnehme, habe ich zu viele Unbekannte zwischendrin und daher einen Server in der Nähe. Ich habe einmal einen File-Download-Test gemacht und einmal einen Speedtest. Zu dem Speedtest nachher noch was genaueres. Also File-Download habe ich ohne VPN 103 Mbit pro Sekunde gehabt. Mit VPN aus den Niederlanden habe ich 98,9 Mbit gehabt. Beim Senden habe ich auch nur einen geringen Verlust gehabt. Das gleiche habe ich dann nochmal im Speedtest gemacht. Auch hier waren die Ergebnisse ähnlich. 101 Mbit pro Sekunde down und mit CyberGhost 94,6 Mbit down. Natürlich habe ich auch die Latenz geprüft, habe bei CyberGhost eine mittlere Latenz von 40 Millisekunden und ohne VPN 32 Millisekunden. Das sind schon sehr gute Werte für einen VPN. So, kommen wir nochmal genauer zu den Speedtests. Ich habe selbst eine Leitung von 100 Mbit, hat man ja vorhin bei den Tests gesehen. Und habe jetzt hier aber auf einmal bei speedtest.net zeigt er mir 155 Mbit an, wenn ich mit CyberGhost drin bin. Wenn ich dann aber in Taskmanager schaue, sehe ich, dass der OpenVPN-Prozess tatsächlich nur 30,5 Mbit verbraucht. Meine Vermutung ist, dass es an der Datenkompression liegt. Ich habe da noch keine qualifizierte Aussage vom CyberGhost-Support bekommen. Den habe ich angeschrieben. Diese Kompression führt halt dazu, dass die übertragenen Daten nochmal komprimiert werden und dadurch halt schneller quasi ankommen. Ich habe die zwar abgeschaltet in der Software, aber scheinbar war die trotzdem aktiv. Kommen wir mal zu den Features von CyberGhost. Es werden verschiedene Profile in der Software angeboten. Man kann anonym surfen, man kann Inhalte entsperren. Also es gibt für jeden Dienst, wie zum Beispiel Netflix, Amazon, Zatu, gibt es einen Server, den man benutzen kann, um die Inhalte entsprechend zu entsperren. Nichtsdestotrotz sind über das benutzerdefinierte Profil die Server einzeln auswählbar. Für die Übertragung kann das TCP-Protokoll auf Port 443 verwendet werden. Das ist sehr wichtig in zensierten WLANs, die nur Verbindungen für HTTPS zum Beispiel zulassen. Diese Verbindung läuft nämlich über TCP 443. Und was auch ganz interessant ist, sieht man hier rechts unten. Es gibt so einen Werbeblocker, der da integriert ist. Im Grunde werden da die Adblock-Filterlisten verwendet im Hintergrund und die Werbung wird herausgefiltert. Das ist auch ganz nett. Zum Beispiel, wenn man das auf dem Handy benutzt, braucht man sich keinen extra Adblocker installieren, sondern das wird dann halt einfach schon, bevor es überhaupt auf dem Handy ankommt, rausgefiltert. Was mir auch noch gut gefallen hat, dass laut Auskunft des Supports nur Gigabit-Server verwendet werden. Dafür sprechen auch meine Tests, auf denen ich eigentlich immer diese 100 Mbit bekommen habe. Wenn das nur 100 Mbit-Server gewesen, wären die wahrscheinlich ziemlich schnell an ihrer Grenze gewesen. CyberGhost hat in 27 Ländern seine Server stehen, was beachtlich ist. Was mir wiederum nicht so gut gefallen hat, Peer-to-Peer ist nicht auf allen Servern erlaubt. Dafür gibt es halt hier zum Beispiel das Profil anonym downloaden. Da wird man halt nur mit Servern verbunden, wo das erlaubt ist. Ist ja okay, aber andere VPN-Anbieter schaffen es halt auch, wie zum Beispiel RVPN, Torrents auf allen Servern zu erlauben. Und was mir auch nicht gefallen hat, ist, dass scheinbar diese Datenkompression immer an ist. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich auch ein OpenVPN-Profil generiert. Dort sieht man nämlich die Optionen einzeln aufgelistet und selbst wenn ich da auswähle, da Kompression aus und schaue mir dann aber das Profil an von OpenVPN, ist da die Kompression eingeschaltet. Das hat keinen konkreten Nachteil, aber wenn es halt dieses Feature gibt zum Ausschalten, sollte das halt auch funktionieren. Kommen wir nun zur Sicherheit. Laut eigener Aussage von CyberGhost werden keine Logs angelegt. Ich habe getestet, ob es einen IP-Leak gibt. Es gibt keinen, könnt ihr rechts sehen. Das ist ein Ausschnitt aus der Seite ipleak.net. Weder die normale IP-Adresse noch der WebRTC-Leak noch bei der DNS Address Detection sieht man meine echte IP. Auch bei DNS Address Detection ist es nicht mein Provider. Vodafone müsste da stehen, wenn es quasi ein Leak gäbe. Wird OpenVPN verwendet, das ist der höchste Sicherheitsstandard, den es im Moment gibt, also da auch nichts auszusetzen. Was mich noch ein bisschen gestört hat, ist, es gibt keinen SSH- bzw. SSL-Tunnel. Das wäre für Kunden aus China zum Beispiel interessant oder aus Saudi-Arabien, die halt diese restriktiven Zensurmaßnahmen aus diesen Ländern umgehen möchten. Kommen wir zum Support. Es wird ein Live-Chat angeboten, der war zur meisten Zeit online. Leider ist der nicht
nicht sehr kompetent. Wer mal mein Gespräch über diese Kompression mitverfolgen möchte, der kann unten den Link aufrufen. Der ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Geplant ist wohl ein 24/7 Support, was ja auch nicht schlecht ist. Es gibt noch einen Blog, bei dem auch wirklich interessante Sachen thematisiert werden. Und es gibt die Knowledge Base, wo man viele hilfreiche Tipps findet. Also allem in allem ist okay, aber der Chat hat mich etwas enttäuscht. Kommen wir also zu den Preisen. Es gibt für Free-User ein Angebot, da ist dann die Geschwindigkeit gedrosselt. Und bei den beiden Premium-Angeboten hat man natürlich volle Geschwindigkeit. Die habe ich natürlich auch getestet. Ich habe einen Premium-Plus-Account zur Verfügung gestellt bekommen von CyberGhost. Die einzige Unterscheidung zwischen den beiden Zahlweisen bei Premium und Premium-Plus ist, dass es auf bis zu 5 Geräten genutzt werden kann bei Premium-Plus, bei Premium nur auf einem Gerät parallel. Kommen wir also zum Fazit. Gut gefallen hat mir die Software, dass man dort individuelle Profile hat. Die Geschwindigkeit hat mir auch gut gefallen, die war ja immer bis zum Maximum ausgereizt. Auch die Sicherheit ist völlig in Ordnung mit OpenVPN und keinen Leaks. Die Preise sind auch völlig fair für das, was man geboten kriegt, werden keine Logs angelegt und dass man hier noch optional Adblock einschalten kann, bevor der Traffic überhaupt ankommt, das ist natürlich auch ein kleines Schmankerl. Was mir wiederum nicht so gut gefallen hat, ist der fehlende SSL oder SSH-Tunnel. Der Support hat mich nicht wirklich überzeugt und auch diese Einschränkung mit Peer-to-Peer, dass eben Torrent-Ports geblockt werden, die finde ich nicht sehr prickelnd bei einem VPN-Anbieter. Aber die Vorteile haben überwogen, deshalb gibt es hier 4 von 5 Geistern.